Wille Wallet im Warm-Up für EnergieTV. Du hast heute nochmal in der PK betont, es war ärgerlich, das Spiel gegen Meppen dann doch nicht gewonnen zu haben. Und wie habt ihr das Spiel nochmal verarbeitet dann? Ärgerlich, enttäuschend, aber trotzdem dann auch zurecht, so wie die 90 Minuten dann dargestellt haben. Bis zum Elfmeter haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen haben, kompakt, gemeinschaftlich gut gegen den Ball zu arbeiten. Das haben wir danach nicht gemacht, so wie wir das gewohnt waren, so wie wir das auch brauchen. Und diesbezüglich haben wir das dann auch aufarbeitet. Am Sonntag haben wir der Mannschaft freigegeben, wegen dem Spiel von Freiburg noch und auch am Samstag. Und am Montag haben wir das sachlich, ohne großen Emotionen, weil das ja immer so dargestellt wird, da ist Kritik geäußert worden, das war wieder emotional. Nein, darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht darum, irgendjemand jetzt zu bestrafen, sondern es geht darum, uns allen zu sagen, wenn wir so auftreten, dass das nicht reicht, in der dritten Liga zu bestehen und in der dritten Liga an einem Wochenende erfolgreich zu sein. Wir brauchen geschlossen eine Harmonie. Das habe ich dann auch gesagt. Wir hatten in den Spielen vorher Harmonie von der Bank. Und am Samstag hatte ich das Gefühl, dass das nicht so harmonisch war. Dass unsere Einwechslung nicht so gegriffen haben, wie wir das dann auch brauchen, gerade in so einem Spiel, gerade nach der kräftezehrenden Partie gegen Freiburg, haben wir das alles nicht hinbekommen. Und das haben wir dann sachlich angesprochen, sachlich versucht, in der Woche aufzuarbeiten, mit der klaren Botschaft und klaren Hinweis, dass wir am Freitag mehr investieren wollen, mehr investieren sollten, um überhaupt ansatzweise darüber nachzudenken, Punkte zu holen. Und nach wie vor ist der Anspruch auch in dem Spiel, auch wenn das schwer ist, auch wenn das ein guter Gegner ist, auch wenn er vielleicht andere Voraussetzungen hat, trotzdem wollen wir gewinnen. Wie schätzt du den Gegner ein? Hast du ihn ein bisschen beobachten können? Ja, natürlich. Ja gut, er hat natürlich eine unglaubliche Wucht. Mit den Spielern, individuelle Qualität auf den Außenbahnen, schnelle Spieler. Ein gutes Zentrum, auch auf der 6 und auf der 8, vorne im Sturm sowieso mit Grimaldi, Mölders. Hinten in der Innenverteidigung genau das, was die dritte Liga braucht. Einen sehr guten Torwart, gute Ausbildung, Borussia Dortmund. Also da ist schon einiges, phänetisches Publikum, glaube ausverkauftes Haus, 15.000 in den reinen Fußballstadion. Gerade man weiß, dass 60 München die Mannschaft sehr unterstützt. Machen unsere auch, aber werden ja natürlich nicht so viele da sein können. Das ist dann schon, wo du gegenhalten musst, wo du extrem, gerade in der eigenen Hälfte, die höchste, ich nenne das Disziplin, Bereitschaft haben musst, keine dummen Fouls zu machen, keine dummen Standardsituationen zuzulassen. Und dann natürlich auch in der Gegenattacke schnell nach vorne zu spielen, aber auch den Gegner vorne zu attackieren. Also nur hinten reinzustellen ist sowieso nicht, ich glaube, die Qualität der Mannschaft, die wir haben. Aber Gegenpressing heißt ja, was wir dann letzte Woche vermissen lassen haben, alle. Gegenpressing, gerade bei 60 München, ist es unglaublich wichtig, im Gegenpressing den Gegner zu jagen. Und so sind die Trainingseinheiten die Woche gewesen. Da war die Bereitschaft riesengroß. Ich glaube auch, es geht nicht um Kritik und es geht auch nicht immer um Selbstkritik. Natürlich nennen wir die Selbstreflexion, kann man dann auch als Selbstkritik äußern. Aber es geht darum, uns wieder klar zu machen, wie können wir erfolgreich sein oder warum waren wir in den Spielen vorher erfolgreich und in den letzten Spielen nicht. Freitag ist nicht nur Spiel, sondern schließt auch das Transferfenster. Können wir noch im Last-Minute-Verfahren auf einen Knaller hoffen? Also es wäre gut, aber nicht, weil wir vielleicht im Kader große Defizite haben. Aber eine Qualität oder Qualitäten würde diese Mannschaft weiterbringen. Jeden einzelnen Spieler, weil die Trainingsqualität dadurch steigt. Ich glaube auch individuell in den Spielen noch mehr handeln zu können auf den Gegner. Bezogen, aber nicht auf den Gegner immer der Stärken. Natürlich auch Stärken beinhaltet das, aber auch Schwächen. Um uns besser aufstellen zu lassen in jedem einzelnen Spiel, würde ich das bevorzugen.
auch befürworten. Aber es muss wirtschaftlich möglich sein. Und da wissen Sie, das habe ich letzte Woche gesagt, das ist aber kein Jammern, das ist auch kein Resignieren, das ist nur ein Hinweis. Möchten wir wieder dahin kommen, wo ich glaube auch, dass der Verein hinkommen kann, hingehört aufgrund der Zugehörigkeit der 90er Jahre und ab 2000 erste Bundesliga, zweite Bundesliga. In diesem Standort hat man sich einen Namen erarbeitet, war eigentlich der Club aus den neuen Bundesländern, der jahrelang in der ersten und zweiten Liga waren. Alle Mannschaften wie Rostock, Dynamo, Dresden und Aue und so haben da leider dann nicht die Fahnen in der ersten Liga so getragen, wie das Energie Cottbus war. Brauchen wir ja gerade durch die Kontinuität, aber auch Stabilität, brauchen wir aber auch Entwicklung. Und Entwicklung entsteht auch über Qualität. Und Qualität und kostet aber auch dann ein bisschen Geld. Und das ist Stand jetzt nicht so vorhanden, auch nicht schlimm, aber da muss man auch die Erwartungshaltung dementsprechend der Möglichkeiten anpassen. Wie hast du die letzten Minuten vor allem erlebt bei dem Spiel gegen Meppen nochmal? Ich dachte eigentlich, dass nachdem Knecht reingekommen ist, wir in der Fünferkette gespielt haben, dass es sicher ist, dass wir das über die Zeit bringen. Aber dann kam ja das Standardtor. Sehr unglücklich, Déjà-vu wie gegen Freiburg in der Nachspielzeit und war natürlich bitter. Wie lange hat so ein bisschen die gedrückte Stimmung im Team dann angehalten? Man hat es ja gemerkt, als ihr dann rausgekommen seid, ja, ein bisschen Frust war da echt mit dabei. Klar, wenn man in der 90. Minute das Tor kassiert und so zwei wichtige Punkte verliert, hat das noch am nächsten Tag auch noch angehalten. Die Stimmung aber jetzt seit gestern, vorgestern, ist die Konzentration jetzt auf das Spiel in München und wir sind gute Dinge dran. Ja, fragen wir da nochmal nach, genau, wie erwartest du 1860 dann? Ja, ich denke, dass es eine sehr erfahrene Mannschaft ist, mit viel Qualität auf jeden Fall. Die sind auch sehr gut in die Saison gestartet, haben, glaube ich, 7 Punkte und haben jetzt auch ein Ausrufezeichen im letzten Spiel in Aalen gesetzt, 4-1 dort gewonnen. Wir müssen auf jeden Fall zeigen, was wir können, was wir das Beste rausholen von uns, spielerisch, läuferisch, taktisch, dann denke ich, dass wir von dort aus was mitnehmen können. Bist du das erste Mal in München? Für dich das erste Mal da? Nee, ich war dort schon mit dem FC St. Pauli und habe schon mal gegen die gespielt, damals leider 2-1 verloren. Ja. Hoffen wir, dass es genau andersrum wird diesmal. Ne? Hoffe ich auch. Wir geben unser Bestes. Wunderbar. Viel Erfolg. Danke dir. Dankeschön.